Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter 3. Okay, das war eine sehr kurze Winkattacke, aber egal, es muss ausreichen. Ich habe mal wieder nicht in die letzte Folge reingeguckt, tut mir leid. Aber spontan erinnere ich mich an einen Hammer und an ein Großschwert. Naja, was wollte ich jetzt mal wieder machen? Also ich bin immer echt bestens vorbereitet. Apropos vorbereitet, ist mein Inventar leer? Ja, das passt. Na gut. Gucken wir einfach mal. Was könnten wir machen? Wir könnten theoretisch in den Muggerwald mal gehen. Aber das lohnt sich erst wirklich morgen. Dann plätten wir einfach mal ein paar Großjaggis, da können wir ja oft genug sterben. Zwei Kaktusblüten brauchen wir, dann müssen wir in die Wüste dafür gehen. Und ansonsten sind die noch auf See. Und ich rate einfach mal. Ja, Kraut wird noch genügend abgebaut. Gut, angebaut. Abgebaut, Mann, egal. Okay, nehmen wir einfach mal ein paar die nächsten Quests an. Nehmen wir einfach mal die nächsten paar Quests an. So. Eieiei. Will ich das wirklich? Okay, ich hatte zwar gesagt, ich kämpfe mit dem Großschwert, allerdings. Nee. Banabarabaras. Nein. Tut mir leid. Da wird umgeschaltet auf eine andere Waffe. Auch wenn die jetzt sehr viel schwächer ist. Aber na gut, es muss halt sein. Echt mit dem Großschwert. Kleine Gegner besiegen, ist es. Ich kann es nicht, tut mir leid. Attentäterdolch, Pegazid-Erz. Oh ja, das können wir da gerade noch mit dazu farmen. Mal gucken, wie viel Spitzhacken haben wir dabei? Noch genug. Ja, gut, das passt. Gut, dann gehen wir mal auf Schädlingsbekämpfung und ja, fangen wir einfach mal direkt an. Besorge drei königliche Kabutos. Naja, schaffen wir schon. Irgendwie, bestimmt. Und ich denke, ich lasse die Ladescreens jetzt wieder drin. Ich meine, ich habe sie das letzte Mal, glaube ich, auch überquatscht. Also, das geht ja schon noch. Und so lange dauert es jetzt auch nicht. Oder? Knapp 10 Sekunden? Ungefähr so um den Dreh, habe ich gedacht. Aber anscheinend doch länger. Naja, ich lasse drin. Zeitlimit 15 Minuten, das werden wir auch brauchen. Nicht. Was ist das? Giftrauchbombe. Oh, mitnehmen. Kein Vorratsobjekt, also mitnehmen. Juhu, Banabra. Ach komm, wir benutzen keine Fackel, weil wir sowieso die ganze Zeit unter Wasser sind. Also lohnt sich das nicht. Okay, laufen wir mal los. Die müssen irgendwo auf 1, 2, 4, 7, 9, 10 irgendwie so da sein. So, irgendwo da um den Dreh. Also hier sehen wir schon mal keinen. Schlecht, egal. Na gut, fahren wir jetzt erstmal wieder ein paar Erze, falls hier welche sind. Ja. Pegazid-Erz, sogar das, was wir brauchen. Juhu! Komm schon, noch zwei. Das wäre sehr schön. Bitte. Noch eins. Cool. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Egal. Auf jeden Fall, was ich erstmal machen sollte. Om nom 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 nom. Und nochmal, was so schön war. Alter, der Typ kann futtern? Egal. Weil es einfach dazugehört zu diesem Let's Play. Dum 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 dum. Ja, ich hab heimlich trainiert. Nicht. Das war Zufall. Dum 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 dum. Okay, das reicht. Ich habe keine Lust mehr. Zwei Steaks müssen reichen. Ich meine, ihr habt das nicht gewollt. Bestimmt nicht. Oder zumindest würde ich nicht von euch verlangen wollen, dass ihr mir dabei zuguckt, wie ich Steak brate. Das ist nämlich wirklich nicht so spannend. Und es ist auch nervenaufreibend. Ich erinnere mich jetzt an vorletzte Folge. Der Grillmeister. Ich erinnere mich genau. Folge 19. Müsste das sein. Oh ja, da sind ja schon Banabarabras. Aber wir haben auch keine königlichen Kabutos. Ah, oh, natürlich. Das war so. Alter, Chacha! Was soll das? Okay, ich kann einfach mit keinem Schwert kämpfen. Mit keiner Waffe kämpfen, außer mit dem Hammer. Ich geb's zu. Banabarabra, komm her. Das ist gemein. Komm runter. Kann ich dich jetzt erwischen? Bist du auf schlagbarem Niveau? Anscheinend nicht. Vielleicht sollte ich die mit einer Armbrust töten. Alter, jetzt.
Lass mich! Wo ist er hin? Da vorne. Chacha, kannst du den nicht runterholen? Feuerzauber. Oder irgendwie sowas. Komm schon! Dauert mir zu lange. Ich trigger gerade nochmal kurz den anderen. Wenn wenigstens zwei auf mich zukommen, habe ich bessere Chancen. Och komm! Und jetzt ist Chacha da hinten bei dem und der macht nix. Das war ja so klar. Geht doch! Endlich! Und er bleibt sogar liegen. Oh Mann. Und ich übersteuere gerade maßlos. Tut mir leid, das versuche ich später wieder etwas auszupegeln. Tut mir leid. So, wo war der andere? Da vorne. Ich sehe schon bald kommen. Gleich sind 5 Minuten rum und wir haben erst 2 getötet. Komm schon! Nein! Natürlich! Es könnte... Alter! Geht doch! Okay, der ist zwar zersprungen, aber mir soll es egal sein. Wir holen jetzt einfach mal die nächsten runter. Hier auf 4 müssten ein paar mehr sein. Die kann ich dann wenigstens mal treffen. Hoffentlich. Was war das gerade? Ich habe da irgendwas Blaues gerade langfliegen sehen. Hm. Kommt alle her, Banabarabaras. Kommt her, damit ich euch töten kann. Irgendwie gehen sie immer auf Chacha. Naja, gut. Ach. Ich will nicht. Oh, danke, Ludrov. Du bist mein neuer Chacha. Genau, töte den alten Chacha. Ich brauche ihn nicht mehr. Stimmt, aber Chacha tanzt. Alter! Chacha, töte ihn! Er hat mich angegriffen. Ach ja, also es ist schon, denke ich, ein bisschen angenehmer für mich auch, dass ich jetzt endlich mal tagsüber aufnehme. Ja. Immer noch kein König. Okay, jetzt ein. Hat mich gerade schon gewundert. Dass sie so lange auf sich warten lassen, ist mir auch neu. Käfernetz ist zerbrochen. Wow, diesen seltenen Käfer wollt ihr schon immer haben. Ach ja, toll. Okay. Dann suchen wir mal weiter und versuchen diese blöde Quest endlich zu beenden. Ich will endlich Monster töten. Und nicht so Mini-Viecher. Na, da sind welche. Ich freue mich schon richtig auf den Barot. Und auf die ganzen Viecher im Watter. Also, Wasser. Mann! Warum Watter? Egal. Gut gemacht, Chacha. So, du bleibst jetzt stehen und lässt dich töten. Töten lassen! Geht doch. So, jetzt dürfen es nur noch 8 sein. Kommt ihr mehr? Es kommen nicht mehr. Na gut, dann suchen wir halt. Chacha dreht sich ja morgen um, ist mir egal. Ja, so viele Gebiete gibt es ja jetzt nicht mehr, nur noch 19. Wir könnten auch nochmal kurz auf Erzqueste gehen. Hier gibt es keine neuen. Zumindest sehe ich spontan keine. Aber Chipse. Alter, was ist heute mit mir los? Vielleicht soll ich doch später aufnehmen. Schöne Ludrosse. Eieiei. Ich sollte nicht so aufgedreht in eine Aufnahme reingehen. Das ist nicht gut für mich. Und ein schönes weiteres Erz. Komm, lass es ein Pegazid-Erz sein. Komm schon. Ich brauche doch nur noch eins. Machelitz auch nicht schlecht. Da kann ich wenigstens wieder schöne Megaspitzhacken mitmachen. Hier drüben sind keine. Nein. Nee, egal. So. Letztes Mal hatte ich, glaube ich, da oben eins vergessen. Oder was auf der nächsten Map? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also ich gucke mir die Folgen ja schon an. Spätestens beim Rendern. Und an diese Sache kann ich mich erinnern. Weil mir das sofort ins Auge gesprungen ist. Egal. Juh. Erz, 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 Erz. Da oben ist diesmal keins. Oder ich übersehe es schon wieder. Komm jetzt wieder Ludrovs und greif mich an. Oder Welse. Oder sonst irgendwas.
Kommt schon, holt mich. Ich schwimme doch hier nur... Ah, super, perfekt. Damit hat sich das erledigt. Gut, dann können wir wenigstens schon mal unseren Jäger durch wieder upgraden. Falls es nötig... Oh, noch eins. Schön, 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 schön. Her damit. Nehme ich. Eisenerz. Oh, Chacha sammelt auch. Was man zu Chacha noch sagen sollte und zu seinen Sammelfähigkeiten. Ihr solltet wirklich eigentlich so nach ein paar Quests immer mal wieder mit ihm reden, weil er zwischendurch auch mal ein paar Sachen aufsammelt. Und vor allem bei großen Monstern solltet ihr darauf aufpassen, dass ihr Chacha erst looten lasst, falls er das macht. Denn wenn ihr dreimal schon gelootet habt, soweit ich es beobachtet hatte, also von meinen vorherigen Spielständen meine ich, dann konnte Chacha überhaupt nicht mehr looten. Also, wenn ihr das Viech maximal ausgebeutet habt. Also ruhig einfach mal zuerst Chacha machen lassen. Oder wenn er halt gerade dabei ist, ruhig beenden lassen, bevor ihr weiter sammelt. Außer es ist natürlich knapp mit der Zeit. Aber es ist halt netter Bonus-Loot, den man halten kann. Kann. Chacha sammelt halt auch nicht immer. Ja, ist wie nur... Nein, das sag ich jetzt nicht. Egal. Vergiss es wieder. Komm schon, noch ein bisschen mehr Pegazid-Erz. Das wäre schön. Aber es will anscheinend nicht. Na gut. Kann ich ja wenigstens durch. Ah, diesmal kann ich durch. Ich erinnere mich an diese fetten Felsen, die wahrscheinlich Junior mal wieder dahin geworfen hat. Ah, dieser Rowdy echt. Der regt mich auf. Gibt's hier Banabarabaras? Ich höre zwar keine, aber... Ja, doch da. Und natürlich springt er wieder gezielt dran vorbei. Bitte stirb! Ah, genau. Bitte lass dich töten. Geht doch. Noch 5! Yay! Bald ist es vorbei und wir sind erst 12 Minuten in diesem verdammten Part. Ich will nicht. Okay. Laufen wir eine kleine Runde. Hier sind keine. Hier. Ich höre aber welche. Oder wann? Ja, da oben habe ich doch gerade einen Schatten gesehen. Kommt runter! Jetzt bleib. Hallo? Warum greift ihr mich an? Achso, ihr seid fett. Deswegen. Also. Da kann ich nichts für, das ist so. Die Fetten greifen einen an. Also, die alte Rofse. Achso, Chacha greift. Oder Chacha hat sie angegriffen? Ich weiß es gerade nicht. Alter, ich brauche dann nur noch einen Schlag oder so. Geht doch. Sag ich doch. Dingenskirchen doch. Ansonsten höre ich aber gerade nichts mehr. Das wollte ich nicht sehen. Oh, da oben sehe ich aber was. Was ich sehen will. Okay, ich will sie eigentlich nicht mehr sehen. Ich mag keine Käfer mehr. Lass mich in Ruhe mit denen. Warum können wir keine Papaya sammeln oder Kokosnüsse oder was auch immer da ist? Das wäre schön. Da könnten wir endlich mal gesundes Zeug essen. Und dann würden sich meine Eltern auch nicht mehr so aufregen, dass ich immer nur so schlechtes Zeug esse. Blabliblub. Also ich rede gerade aus Elvis' Sicht. Egal. Hoffentlich finden wir unsere 4 letzten hier irgendwo oder unsere 3 letzten. Zumindest schon mal 2. Passt auch. Moment, war hier hinten nicht auch noch ein Erz irgendwo? Egal. Erstmal Rohstoffe abfarmen. Zweiter Kabuto? Zweites Käfernetz zerbrochen. Super. Bitterkäfer? Ja, brauchen wir natürlich. Ich werfe die Karte weg. Weg damit. Theoretisch könnten wir die Nebenquest abgeben und 800 Geldeinheiten abstauben. Haben wir es nötig? 2.988 Geld. Eigentlich schon. Andererseits will ich diese Quest jetzt fertig haben. Eine ganze Folge nur mit Käfer töten. Aber auf jeden Fall sind wir genug. Und natürlich weichen sie sofort wieder aus. Ich krieg die Krise. So, wie viele sind es noch? Und ich muss dringend nachher dran denken, die Soundspur nochmal zu überarbeiten. Ich übersteuere hier wirklich maßlos. Die ganze Zeit.
Irgendwas mache ich falsch. Bildschirm, verabschiede dich nicht. Nein! Oh, stimmt, das... Ah, stimmt, ich hatte ja noch den Schildschlag mit dem Teil. Also mit Schild und Schwert. Das war beabsichtigt. Verdammt! Egal. Komm, Rohstoffe. Hier. Hier müsste noch was sein, oder? Oder? Weiß ich nicht was. Gab's hier drüben nicht noch ein Erz irgendwo? Da! Nein. Eine Minute habe ich noch. Das war ein Erz. Ja. Her damit. Ich brauche dich. Und vor allem Pelgar zieht Erz. Komm schon. Ich hab kein Glück. Na, war ja klar. War hier noch was? Nein. War hier noch was? Nein. Gibt's da einen Secret Exit? Nein. Na gut. Hauptquest erfüllt. Quest erfüllt. Vorratsobjekte werden zurückgesandt. Meinetwegen. Quest erfüllt. Das war zu übertrieben. Warum habe ich das getan? Egal. Ich bin wirklich zu aufgedreht dafür. Killerkäfer, schön. Na komm, stecke ich alles ein. Brauche ich bestimmt irgendwann mal wieder. Objektbelohnung. Okay. Na gut. Dann hat er mir jetzt meine Pilze abgenommen? Anscheinend nicht, denke ich. Hoffentlich nicht. Das wäre ziemlich gemein, wenn. Mal sehen. Im Prinzip ist es ja eigentlich auch egal. So. Was ist jetzt im Mogawald los? Wir hatten ja gerade gesehen, tagsüber gab es einen Yagi. Aber normalerweise wird das doch dann so angezeigt. Also Tag und Nacht. Aber es gibt doch jetzt überhaupt keinen Unterschied, oder? Zumindest sehe ich keinen. Ich finde es auch lustig, dass es Rohstoffe friedlich heißt. Naja, egal. Gucken wir einfach mal, ob wir unsere Schwerter verbessern könnten oder unsere Waffen generell. Theoretisch schon, aber uns fehlt massig Geld. Mist. Ja, uns fehlt massig Geld. Warum hatte ich zwei davon? Das ist die Kieferklinge. Kann ich die nicht damit auch machen? Nein, anscheinend nicht. Okay, das hatte 480, das hatte 480, aber keine grüne Schärfe, richtig? Jupp. Okay. Muss mir noch überlegen, in welche Richtung ich gehe, aber ich denke dann eher doch in die Stammesführer-Großschwert-Richtung. Mal sehen. Das werde ich aber noch später irgendwie entscheiden. Ich lade nochmal mein ganzes Zeug ab und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Monster Hunter 3 und so weiter und so fort. Falsch. So, hier. Bitte Käfer, da weg, da weg. Warum brate ich überhaupt? Ich weiß es gerade überhaupt nicht mehr. Ich habe eigentlich genug Fleisch. Und die Rationen reichen eigentlich auch. Und sterben? Nah. Komm, mehr Platz fürs Inventar. So. Ja, ich würde sagen, das war's dann schon wieder für die erste Folge. Und... na gut, es sind jetzt halt gerade keine 20 Minuten geworden, aber da kann ich auch nichts für. Manchmal ist das halt so. Aber ich rüste gerade noch das Großschwert aus, bevor ich das wieder vergesse. Ist ja nur für die kleinen Monster, wenn ich andere Waffen nehme. Und wenn ich mal übermäßig groß faile. Also nehmt's mir nicht übel. Also, jetzt wirklich tschüss, bis zur nächsten Folge bei von Let's Play Monster Hunter 3. Und wir gucken nochmal kurz rein, was uns in der nächsten Folge erwartet. Spiel mit dem Feuer. Jage ein Kuropeko. Ja, freut euch drauf. Und tschüss. Bis gleich.